Moin! Jo, heute mal eine kleine, beziehungsweise ich versuche es relativ kurz zu halten, eine Taschenlampenvorstellung. Heute soll es um die Taschenlampe D30 der Marke Mikafen gehen. Das ist eine 18650er Lampe, also mit einem 18650er Akku. Im Turbo-Mode, im High-Mode haut die 1200 Lumen raus. Hauptgrund, warum ich dieses Modell mal kurz vorstellen möchte, ist der Preis. Ich habe dafür 9,99 Euro bei Amazon bezahlt. Die war da gerade im Sale, ist aber auch sonst, glaube ich, nicht viel teurer. 13 Euro, 14, 15 Euro. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video hier drehe, dauert vielleicht noch ein paar Wochen, bis ich es online stelle. Ich hoffe, preislich hat sich da nicht so viel getan und habe dieses Modell jetzt seit ungefähr vier, fünf Wochen im Einsatz, und zwar täglich bzw. nächtlich, möchte ich sagen. Das ist nämlich aktuell meine Fahrradlampe. Ich hatte zuletzt nicht ganz ein halbes Jahr, habe ich meine Sunite BSS V4 mit als Fahrradlampe genutzt. Die ist mir dann einmal auch runtergefallen während der Fahrt. Das wollte ich dann vermeiden. Ich mag es zwar, dass Lampen runtergerockt aussehen, die dürfen auch gerne Macken haben und so weiter und so fort. Dennoch, ich hänge wirklich sehr an diesem Modell, ist so mit meine Lieblingslampe bei den 18650er Modellen, und ich dachte mir, das muss nicht sein. Bin dann umgeschwenkt, hatte dann zum Beispiel meine Nextorch mit dabei, die ist mir dann auch runtergefallen, hat auch ein paar Macken abbekommen. Da war das allerdings meine eigene Schuld. Die hatte ich nach der Schicht in der Jackentasche. Hier auch nochmal ein Dacia vom Asphalt. Alles nicht weiter wild, aber auch nicht wirklich toll. Und ich hatte halt vergessen, meine Jackentasche zuzumachen. Und während der Fahrt fiel sie dann raus auf die Straße. Ein bisschen uncool, meine eigene Schuld. Aber gar kein Problem. Die Lampe funktioniert noch. Jetzt habe ich vermutlich ein Plättchen drin, um den Akku... Plättchen raus. So. Also der Lampe hat das elektronisch nichts gemacht, funktioniert noch immer tadellos. Nextorch baut tolle Lampen, auch der Sunite, der geht es wunderbar, die funktioniert noch. Auch da, super, super Lampe, kein Problem. Auf jeden Fall, das tat mir schon ein bisschen weh, dass die runtergefallen sind. Und zu allem, unnötigen Kram, der da so passierte rund um meine 18650er Lampen, wurde mir dann auch noch meine Olight Striker geklaut. Die hatte ich dann auch als Fahrradlampe noch genutzt zwischendurch. Da kam ich dann auch wieder von der Arbeit morgens, Supermarkt gerade aufgemacht, rangefahren, wirklich keine 10 Meter das Fahrrad abgestellt vom Supermarkt. War morgens schon einiges los. Ich war keine 10 Minuten im Laden, kam zurück, hatte vergessen, die Lampe aus der Halterung zu nehmen, und dann wurde sie mir tatsächlich weggeklaut. Nein, ich ärgere mich jetzt nicht nochmal darüber. Da war ich schon ein bisschen traurig, ne? Und das sorgte dann dafür, dass ich dachte, Mann, das kann doch nicht angehen, ey. Mir sollen die Lampen nicht kaputt gehen. Ich möchte bitte nicht, dass mir die Lampen geklaut werden. Aber Dinge passieren. Und so guckte ich dann einfach bei Amazon mal wieder. Da schaue ich ja öfter mal nach Lampen. Kann man immer wieder ein paar gute Deals machen. Nach einer 18650er Lampe, die ich nutzen könnte fürs Fahrrad, und stieß dann halt auf dieses Angebot hier, der D30 von der Firma Mikafen. Hier mal die Parameter, einfach auf Pause drücken, wenn euch das interessiert. Du kannst den Akku, den 18650er Akku, ich glaube der 2600 mAh, kannst du über Micro-USB laden an der Lampe, zeige ich euch gleich noch. Wir haben im Low-Mode 60 Lumen, im mittleren Mode 350 und im höchsten 1200. Die Laufzeiten seht ihr da drunter ja noch. Das Licht soll angeblich 200 Meter nach vorne geworfen werden. Wir haben eine Schutzklasse IPX7, also recht anständig wasserdicht, knapp 13 cm lang, knapp 3 cm breit, nicht ganz.
Jo, und das so im groben Ganzen, die Specs mit Akku, wie ich die dann ungefähr 150 Gramm, vielleicht ein bisschen weniger. Das Modell, wie gesagt, für 9,99 € wird geliefert in dieser Umverpackung. Mit einem Lanyard ist noch dabei, Ersatzohrringe sind mit dabei und halt sauber geschnittenes Gewinde, auch das sei erwähnt, gefettet. Mit dabei dann halt auch ein eigener, hauseigener Mikafen, 2600 mAh-Stunden-Akku, ja, für 9,99 €. Hier die Fehlkontaktpunkt gefedert. Macht soweit alles einen anständigen Eindruck. Die Verarbeitung, ich würde sagen, kann nicht ganz mithalten mit zum Beispiel, also vom Finish von Nextorch. Das ist alles ein bisschen, wirkt ein bisschen glänzender, nicht ganz so wertig, aber dennoch wirkt nicht billig, diese Lampe. Also diese 1200 Lumen, die werden reell sein. Da ist das mit der E51 mit den 1000 Lumen, da ist nicht viel Unterschied. Im Gegenteil, die macht schon hier anständig Licht. Und als Fahrradlampe nutze ich sie natürlich nicht in diesem hohen Mode. Da benutze ich den Low Mode, die 60 Lumen. Wenn ich durch die Stadt fahre, auch nachts bzw. zur Mitternacht hin, wenn es dunkel ist, sehr viele Laternen sind überall da. Da brauchst du nicht viel Licht. Zumindest nicht Licht, um den Straßenweg auszuleuchten, durch Parks etc. fahre ich aktuell nicht. Von daher reichen die 60 Lumen, die sind eher dafür da, dass andere Fahrradfahrer auf dem Radweg, auf dem Bürgersteig und Radweg, auf der Straße, auch Autofahrer, dann erkennen können, dass da jemand unterwegs ist. Also dann sieht man halt einen Lichtpunkt, ne? Und dafür ist diese Lampe gedacht. Wenn ich dann wirklich durch einen Park fahren sollte oder einen Schotterweg etc., dann schalte ich halt nochmal hoch auf den mittleren Mode, die 350 Lumen, ne? Gegebenenfalls, wenn man es wirklich mal braucht, auf die 1200, ist aber noch nicht vorgekommen. Jo, und dafür nutze ich die und die ist ein paar Mal in Regen gekommen, war bisher kein Problem. Da hatte ich ja so meine Bedenken, denn hier sieht man den Lampenkopf, der Betrieb, die Bedienung über einen Heckschalter, der ist gummiert und ja, der bildet so einen kleinen Weg zu der Abdeckung, zum Micro-USB und die ist ganz, ganz mies gemacht. Die kannst du nicht ordentlich reindrücken. Und wenn du es mal so halbwegs geschafft hast und du bedienst die Lampe, drückst drauf, dann geht das doch ganz, ganz flott, dass der sich wieder löst. Also das ist halt mies gemacht. Überhaupt die Anwahl der Position für den Port gefällt mir gar nicht. Aber es ist, wie es ist. Daneben haben wir noch einen kleinen LED, ja, dass du halt ein optisches Signal hast, eine Rückmeldung, wenn du den Akku lädst, ne? Also wenn du den an eine Powerbank oder über einen Adapter an die Steckdose packst, die Lampe, dann siehst du es halt rot leuchten. Ja, wenn die Lampe dann voll ist, grün, das wird hier angegeben. Jo, und ja, die Lampe ist mir auch einmal schon runtergefallen. Allerdings war das dann auch wieder, na gut, es war immer meine Schuld, da bin ich aber nicht gefahren. Da hatte ich es ja einfach, da stand ich schon, ist sie mir auf dem Asphalt geknallt. Jo, das Aluminium scheint nicht ganz so hochwertig, das sagte ich ja schon, gearbeitet zu sein von der Anodisierung, von der Härtung. Ja, da gibt es ja auch bestimmte Einstufungen und ich denke, hier ist die Klasse nicht ganz so hoch, aber so rein als Fahrradlampe oder überhaupt, wenn man eine günstige Lampe für sich sucht, wenn man einfach solche Taschenlampen auschecken möchte, die ordentlich Power haben und das hat diese Lampe mit den 1200 Lumen, dann würde ich aktuell erstmal sagen, kann man hier mal reinschnuppern in diese Welt der Taschenlampen. Da macht die D30 einen ganz, ganz anständigen Eindruck. Der Clip ist ordentlich vernünftig gearbeitet. Kannst du natürlich auch abmachen, wenn er dich stört. Hält soweit ganz sicher. Wie gesagt, Gewinde anständig sauber geschnitten. Was halt hier nicht so dolle ist, ist, dass das User Interface, drückst halt hinten drauf, dann hast du die 1200 Lumen, hat einen Memory Mode. Wenn du also die Lampe wieder ausschaltest und dann wieder anschaltest zu einem späteren Zeitpunkt, dann kehrt man wieder in diesen Mode zurück, den man zuletzt benutzte. Das machen wir mal jetzt. Drücken wir nochmal drauf. Lampe aus, drücke ich nochmal. Zack, Memory Mode. Allerdings ist der nicht ständig gewährt, denn es müssen ein paar Sekunden vergehen. Ich glaube 8 Sekunden, bin mir nicht ganz sicher, 8 oder 10 Sekunden. Wenn ich in diesen, also
Also wenn der Zeitraum vergangen ist und ich drücke dann hinten drauf auf den Taster, auf den Heckschalter, dann geht die Lampe aus. Wenn ich das jedoch innerhalb von einer Sekunde mache, also ich schalte die Lampe wieder an und drücke jetzt nochmal drauf, dann switcht er die Modi nämlich durch. Und das ist halt für viele User nicht besonders sinnig. Man hat ja nicht Lust, wirklich immer die 8 Sekunden zu warten. Man möchte ausschalten, kannst du aber nicht. Wenn du ausschalten willst, musst du wirklich durchswitchen, bis du alle Modes durch hast. Also der High Mode, der Middle Mode, der Low Mode, dann kommt Strobe, den kannst du auch nicht anders anwählen. Und dann nochmal, die Lampe ist aus. Und das ist halt schlecht gemacht, dass du immer durchklicken musst, bis du bis du bei der Funktion aus bist. Das gefällt mir persönlich nicht so gut, aber so wie ich halt Fahrrad fahre, ich stelle halt auf den Low Mode, so, also das ist jetzt so eigentlich so meine Anwahl, die ich so habe, die Lampe ist bei mir in der Jackentasche drin, ich gehe zum Fahrrad, hole die Lampe raus, bringe sie an den Adapter, also ans Fahrrad und dann schalte ich sie an, bin ich im Low Mode, fahre damit meine 20, 25 Minuten zur Arbeit und dann schalte ich sie einfach aus. So, und wenn ich sie dann nach der Arbeit wieder benutze, dann war sie ja die ganze Zeit aus, einfach wieder ans Fahrrad ran, wieder anschalten und ich bleibe wieder in diesem Low Mode. Also bei mir ändert sich nichts, ich switche nicht durch die Modi, ich benutze sie wirklich nur als Fahrradlampe in diesem lichtschwachen Mode und das war's und deshalb kann ich mit dem User-Interface leben, aber es ist oftmals ein Zeichen von günstigen Lampen, dass du halt so gut wie nie Möglichkeiten zum Programmieren hast oder verschiedene Modi einstellen kannst, wie du die Lampe nutzen kannst. Das ist dann den etwas teuren zumeist überlassen oder halt wirklich den Lampen wie jetzt Sofer. Und da kann man, obwohl die auch nicht teuer sind, mitunter einiges einstellen und dass das User-Interface sinniger aufgeteilt, finde zumindest ich. Aber overall, dass die D30 von Miekhaven bisher als Fahrradlampe zu gebrauchen und für den Preis von 9,99 Euro definitiv ein Deal, sollte halt jetzt nur einige Zeit halten. Mal gucken. Je nachdem, wie alt das Video ist, angenommen das Video ist jetzt schon ein halbes Jahr oder ein Jahr alt, wer Interesse hat, einfach nochmal nachfragen, ob die Lampe noch funktioniert. Jetzt nach einigen Wochen, also noch über einem Monat der Nutzung, ist soweit alles in Ordnung und ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass das hier eine Kaufempfehlung ist, aber bisher erfüllt sie absolut das, was ich mir von der Lampe erwünscht habe für den Preis und ich bin soweit auch absolut damit zufrieden. Alles klar, das war's dann von mir und der D30 von Miekhaven. Jetzt in den helleren, beziehungsweise die Tage werden immer heller, benötigen viele eine Lampe eher nicht mehr. Bei mir immer am Mann, gutes, sinniges Werkzeug, wie ich finde. Allzeit Licht dabei zu haben, ist eine gute Sache, rate ich euch auch. Und wenn es nur ist, dass man das Handy dabei hat und dann dadurch Licht generieren kann, kann immer mal sehr hilfreich und nützlich sein. Guti, das war's dann auch von mir. Bleibt gesund, Peace. Ich bin raus.